Hallo, ich grüße euch. Heute mal ein etwas längeres Gespräch mit den Abzockern vom Trading-Betrug. Die Masche ist besonders übel, da ihr hier selbst eure 250 Euro einzahlt und das Geld dann danach garantiert nie wiedersehen werdet. Ich habe mich bei diesem Anruf mal etwas besonders blöd angestellt, um den Abzockern möglichst viel Zeit zu stehlen. Hat super geklappt. Und nun viel Spaß mit dem Video. Guten Tag, Henry Spiecher, ich komme Apparat. Ich wollte mit Gerold Steiner sprechen. Ist am Apparat. Stimmt? Ja, sehr gut. Ich melde mich von der Monitoringsabteilung. Herr Steiner, wir haben Ihre Daten bekommen, dass Sie besitzen ein aktives Handelskonto auf dem Finanzmarkt, aber nicht vollständig verifiziert. Und deswegen sind Sie an mir weitergeleitet. Okay, und auf welcher Seite habe ich das Handelskonto? Das ist nicht verifiziert, deswegen kann ich auch Sie nicht sagen, weil ich rufe Sie nicht von Handelsplattform oder Unternehmer, sondern Monitoringsabteilung im Auftrag von Börsenaufsichtsbehörde. Ja, genau. Er ruft mich an, um mein Handelskonto zu aktivieren, kann mir jedoch nicht sagen, von welcher Webseite diese Anmeldung stammt. Geht ihr bereits sehr seriös los. Und Ihre Daten sind auf dem Finanzmarkt, aber nicht verifiziert. Das ist also nicht sichtbar, also alles mit Ihren Daten. Deswegen sollen Sie Ihre Verifizierung bis Ende bringen und für Sie Wallet-Adresse aktivieren. Okay. Also haben Sie schon Einstiegskapital 250 Euro investiert, ja? Oder haben Sie auch mehrere Investitionen gemacht? Ich habe noch gar nicht investiert. Noch gar nicht. Sehr gut. Weil also erst soll man Wallet-Adresse aktivieren und dann darf man etwas investieren. Okay? Ja. Diese Wallet-Adresse ist 34-stellig Strichcode, elektronisches Geldbeutel, womit man kann sein Geld auf dem Finanzmarkt kontrollieren. Okay? Ja. Und das brauchen Sie zu aktivieren. Das ist für Sie schon generiert und wählbar im Internet sollen Sie es aktivieren. Dafür brauchen Sie Internetverbindung mit einem Gerät. Also es wäre Laptop, PC, Tablet, ist egal. Was für ein Gerät haben Sie? Ich habe ein PC-Gerät. Ein PC. Ja gut. Können Sie es einschalten? Ja, mache ich eben mal an. Okay. Dann sagen Sie mir Bescheid bitte, wenn es hochgefahren ist schon. Und in Ihrem PC, damit könnten wir zusammenarbeiten. Ja, brauchen Sie ein Fernsteuerungssoftware, falls Sie es schon haben, sehr gut. Wenn nicht, können Sie es kostenlos herunterladen. Heißt das AnyDesk? Vielleicht kennen Sie es schon. Nee, sagt mir gar nichts. Sag mal gar nichts. Das ist eine Fernsteuerungssoftware, womit werden wir Verbindung aufbauen, womit werde ich Sie dabei helfen, Wallet-Adresse zu aktivieren, womit werden Sie auch von meiner Seite vollständige Auskunft bekommen, wie es auch funktioniert. Also spätestens hier sollte doch absolut jedem klar sein, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen vor sich geht. Welches seriöse Finanzunternehmen möchte Zugriff auf meinen Rechner bekommen, um sicherzugehen, dass ich mich richtig anmelde? Also ich kann hier nur ausdrücklich jeden davor warnen, legt bei solchen Anrufen einfach auf oder verschwendet deren Zeit oder wie auch immer, aber also gebt denen kein Geld. Das Programm AnyDesk ist übrigens vergleichbar mit dem Programm TeamView. Das ist einfach so eine Remote-Desktop-Software, womit man euren PC aus der Ferne steuern oder eben auch euren Desktop anschauen kann, was ihr dort tut. Und ganz im Ernst, welches Finanzunternehmen greift auf euren Rechner zu? Also hat das eure Hausbank schon mal irgendwann gemacht, um euch Online-Banking einzurichten? Also ich weiß nicht. Okay. Und unsere Verbindung, was wir mit dem Kunden aufbauen, ist per Audio und Video gespeichert. Ja. Sie? So, der Also, Computer ist an. sehr gut. Dann, welcher Browser benutzen Sie? Haben Sie Google Chrome? Nö, ich habe den Firefox. Firefox. Okay. Öffnen Sie Firefox dann bitte. Ja. Dann haben Sie da zwei Suchfelder, ja, eine in Mitte und zweite ganz, ganz oben. Lange Suchfeld, wo Sie Seiten schreiben sollen. Bitte schreiben Sie da www. Also dreimal Wolfgang. Moment.
Ja, dreimal Wolfgang, Punkt. A wie Anton. A wie Anton, ja. Nur erste Buchstaben sollen Sie schreiben. Ach so, nur den ersten Buchstaben. Also, genau. Dann müssen wir jetzt nochmal anfangen. Also www. Ja. Ja, nur www. Also wie Wolfgang, meine ich. Also dreimal W. www. Punkt. Ja. A. Ja. N. Ja. In Nordpol. Mhm. Y. Ja. D. Wie Doha. Ja. E. Wie Emil. Mhm, ja. S. Wie Siegfried. Mhm. K. Wie Kaufmann. Ja, und dann? .com. Nee, funktioniert nicht. Was funktioniert nicht? Welche Buchstaben haben Sie geschrieben? Ich habe geschrieben... Lesen Sie es bitte. www.anydesk.c .com. Naja, Sie haben doch gesagt, immer den ersten Buchstaben vom Wort. Ja, also Cäsar, Otto, Marta. Ach so. Ja, und jetzt? Jetzt weiter. Hm. Fortsetzen. Ja, habe ich. Sollten Sie eine rote farbige Webseite sehen? Ja, so Rosé würde ich es eher bezeichnen, so aprikofarben. Bitte? Ich würde sagen aprikofarben. Rot ist das nicht unbedingt. Also im Miete muss sein Remote, Desktop und Software. Also so muss es geschrieben, mit Weißbuchstaben. Ja, das steht da, genau. Ja, dann unten im grünen Feld steht herunterladen jetzt, ja? Jetzt herunterladen, ja. Ja, drücken Sie drauf, bitte. Mhm, ja. Und speichern Sie es, also Datei speichern dann. Irgendwo sollen Sie es speichern und dann öffnen. Okay. Schaffen Sie es? Ja, ich glaube, es öffnet sich gerade was. Mhm. Okay. Jetzt steht hier irgendwas von Error. Error? Mhm. Wo steht Error bitte? Es ist nur so ein kleines Fenster und wenn ich das Programm öffnen will, steht da Error. Also im Download sollen Sie haben anydesk.exe und das sollen Sie öffnen. Ja, ich gucke dann nochmal. Download. Anydesk steht hier, ja. Und dann drücke ich da nochmal drauf. Anydesk.exe. .exe steht dann nicht dahinter. Okay. Also so muss es sein. Normalerweise drücken Sie da drauf. Ja. Zweimal. Aber öffnet sich nicht. Nee, da steht jedes Mal Error. Error. Ja, deswegen schauen Sie. Drücken Sie erneut herunterladen jetzt. Und dann sollen Sie, also anydesk.exe muss heruntergeladen werden. Ja, ich muss eben mal die ganzen Fehlermeldungen wegmachen. Weil sonst sehe ich ja mein Browserfenster nicht mehr. So, jetzt herunterladen, ja? Genau. So. Und dann auf Datei speichern? Ja, Datei speichern. Mhm. Ja, jetzt habe ich die gleiche Datei nochmal. Mit einer 1 dahinter. Okay, aber anydesk.exe ladet sich nicht. Hier steht Name anydesk und dann steht da Änderungsdatum von heute
Und Typ steht Anwendung und Größe 3.678 KB. Brauchen wir denn das Programm? Und das kennen. Ja, dieses Programm brauchen Sie. Aber. Kann man es nicht öffnen? Irgendwie geht es nicht auf, nee. Okay. Dann gibt es zweite Möglichkeit auch. Öffnen Sie erneut Ihr Firefox. Dann muss ich erst wieder die ganzen Fehlermeldungen hier wegmachen. Jetzt ist der Firefox abgestürzt. Moment. Also, so, jetzt bin ich drin, ja? Okay. www. Jetzt sollen wir andere. Also, eine Frage noch. Welche Betriebssystem haben Sie? Ist das Windows, ja? Windows XP, ja. Windows, okay. Dann jetzt erneut oben im Suchfeld schreiben Sie www. Ja. Augenblick. T wie Theodor. Ja. E wie Emil. Ja. A wie Anton. Ja. M wie Maria. Ja. V wie Vogel. Ja. I wie Ida. Mhm. W wie Wolfgang. Ja. E wie Emil. R wie Rudolf. Ja. .com. Cäsar Otto Maria. Jetzt bin ich auf so einer Seite, da steht, China startet offiziell Kryptowährung. Nee, also teamviva.com sollen Sie haben. Das stand da, glaube ich. Moment. Probier das nochmal. Ah ja, Digitalisierung made in Germany. Genau. Steht da Download, ja? Ja, da steht Download. Soll ich da draufklicken? Ja. Bitte? Und jetzt? Was soll ich jetzt anklicken? Jetzt für Windows. Ja, genau, da ist Windows. Windows, und dann sollen Sie erneut Download drücken. 64-Bit-Version. Ja. Und das sollen Sie herunterladen. So. Ja, lädt runter. Das Programm öffnet noch, aber das lädt jetzt hier so lange. Okay. Dann soll man es, also sollen Sie es installieren für Personalnutzung. Jetzt steht hier inkompatibler Betriebssystemversion. Und welche Möglichkeiten haben Sie? Beenden. Beenden.
jetzt ist das wieder zu. Was soll ich jetzt machen? Dann sollen Sie es aufnehmen. Das haben Sie in Download, ja? Ja, ja, das habe ich ja gerade versucht. Das ging nicht. Das steht auch nicht. Da steht inkompatible Betriebssystemversion. Ah, okay. Augenblick, warten Sie bitte ganz kurz. Mhm. Einen Moment. Hier scheint jetzt der Moment gekommen zu sein, wo der Agent entweder keine Lust mehr auf mich hat oder einfach nur überfordert ist. Und achtet mal darauf, was er gleich als nächstes sagen wird. Er soll mich an die Abteilung weiterleiten. Das bedeutet, es wird mir wohl jemand dabei zugehört haben und auch das ist nicht erlaubt. Man darf nicht einfach in Gespräche reinhören, während dass man bei einem Callcenter anruft. Also es dürfen keine Dritte einfach mithören, solange ich nicht darüber in Kenntnis gesetzt worden bin. Aber schaut einfach mal weiter. Im Übrigen, ich habe die Wartezeiten ein bisschen aus dem Video rausgekürzt. Insgesamt ist das Video in der Originalfassung 47 Minuten lang gewesen und da ist ein bisschen Wartezeit entstanden, wo der Mitarbeiter einfach nicht wusste, was er mit mir machen sollte und die Zeit habe ich einfach rausgekürzt. Hm. Ist da noch jemand? Ah ja, also jetzt soll ich Daten an technische Abteilung weiterleiten, weil wer könnte es mit Verbindung nicht machen. Deswegen, diese Leute werden Sie dabei helfen. Ja, warten Sie auf dem Leiter ganz, ganz kurz. Ja. Und jetzt werden Sie verbunden. Auf der anderen Seite warten Sie bitte. Mhm. Bedanke ich mich und wiederholen, warten Sie bitte auf dem Leiter. Okay. Hallo, Herr Steine. Schönen guten Tag. Ja, hallo. Zepter ist am Apparat von technischer Abteilung. Herr Steine, Sie haben technische Probleme, Anydesk oder TeamViewer herunterzuladen, ja? Richtig, da kriege ich immer entweder Error oder dass mein Betriebssystem nicht passt. Sie arbeiten mit Planchet, mit Laptop, mit PC, mit welchem Gerät besitzen Sie? Mit PC. Mit PC, das ist Android oder iOS? Wenn ich mit dem PC arbeite. Dieses System meine ich. Nein, das ist so von iPhone oder von was weiß ich, von Samsung. Ich weiß nicht, da steht nichts vorne dran, von was das ist. Aha. Und Sie haben es probiert, von Google Chrome herunterzuladen, oder? Ne, mit dem Firefox. Wie bitte Firefox? Können Sie bitte Google Chrome öffnen? Dann muss ich jetzt Google Chrome runterladen? Ja, laden Sie bitte das. Das ist kostenlos für Sie. Wo wir gerade bei kostenlos sind, ich würde mich natürlich über ein kostenloses Abo von euch freuen und lasst gern ein Like da. So, habe ich jetzt bei der Suche eingegeben. Okay, schreiben Sie bitte Google Chrome, das hat runde Form, Sie wissen schon, ja, dreifarbiges rundes Bar, so etwas. Ja, ich glaube da. Sie bekommen Möglichkeit, das herunterzuladen. Warum brauche ich denn so viele Programme? Nein, wir brauchen nicht viele Programme, wir brauchen nur Google Chrome, damit Sie diese Anydesk herunterladen können. Ach so. Wenn Sie mit anderen Browser herunterladen, dann ist das schwierig. Dieses Programm herunterzuladen. Also einfach geht mit Google Chrome. Ach so. Weil die Google ist der größte Browser der Welt, deswegen mit Google geht es einfacher als mit Mozilla oder mit Safari. Das klingt natürlich logisch, ja. Ja. So. Normalerweise, meiste haben diese Google Chrome in seinem PC. Also ich auch zu Hause habe, ich arbeite immer mit Google Chrome. Weil das Google Chrome sicher ist als Mozilla Firefox. Und haben Sie jetzt Google Chrome? Das lädt noch runter. Okay. Sie besitzen jetzt Internet oder WLAN? Ich besitze beides.
Bybit. Welche ist schneller bei einem WLAN oder Internet? Ist das nicht das Gleiche? Ist das Gleiche? Nein. Normalerweise ist vom Kabel ist schneller als vom WLAN. Ach so, also Kabel ist dann kein Internet, sondern nur WLAN oder andersrum? Nein, WLAN bekommen Sie durch ein Gerät und WLAN daher kann passen, also für Handy, für Laptop, für Planchette. Aber mit Kabel bekommt Internet also sofort ein PC oder sofort ein Planchette auch, ja. Wenn Sie direkt verbunden, dann bekommt direkt Internet, also das Gerät. Und deswegen ist es schneller als mit, also mit WLAN. So, ich habe jetzt das Programm runtergeladen. Was soll ich jetzt machen? Okay, jetzt öffnen Sie bitte. Da haben Sie zwei Möglichkeiten, etwas in Google zu suchen. Eine haben Sie in Mitte, im Suchfeld, die kürzere Suchfeld. Und eine zweite haben Sie oben, die längere Suchfeld. Mhm, ja. Dann geben Sie bitte oben in längere Suchfeld, nicht in Mitte, sondern in oben. Drücken Sie ein Pluszeichen, öffnen Sie ein neues Tab und geben Sie bitte da ein. www.3x-wilhelm. Ja. A wie Anton. Ja. N wie North Pole. Ja. Dann Y. Dann D wie Dora. Moment, das habe ich nicht verschrieben. Also ich bin jetzt bei N. A, N. Hm. Y. Ja. D wie Dora. Ja. E wie Emil. Ja. S wie Siegfried. Dann am Ende K wie Kaufmann. Punkt. Com. Hm. Und drücken Sie bitte jetzt Enter. Ja, die Seite lädt. Okay, normalerweise das geht sehr schnell und Sie bekommen rotfarbiges oder lilafarbiges Fenster in Ihrem Bildschirm. Jetzt und da steht Remote Desktop Software. Genau, ja, das steht da in der Mitte. Jetzt habe ich das hier. Okay, jetzt sehen Sie im grünen Bereich die Quadrat, da steht Download Now oder kostenlos herunterladen. Ja, habe ich angeklickt. Drücken Sie bitte drauf, ja. Und wenn es da heruntergeladen ist, dann öffnen Sie bitte, Sie wissen schon, mit ein oder mit zwei Klick. Muss ich erstmal meinen Downloads-Ordner suchen? Ja. Geben Sie da ein Anydesk und wenn es heruntergeladen ist, dann bekommen Sie schon sofort. Hey. Oder normalerweise bekommen Sie auch, ja, haben Sie das. Öffnen Sie bitte das, da haben Sie auch Arbeitsplatz. Also da steht jetzt Anydesk und das neueste Programm, was jetzt runtergeladen ist, hat dahinter noch eine 2 in Klammern. Oh, sehen Sie irgendwo da neunstellige Zahlen oder Nummer? Neunstellig. Rechts oben normalerweise. Links, entschuldigen Sie. Nee, da steht erstmal nur. Achso, also ich muss erstmal das Programm installieren. Ja. Ah ja, genau. Installieren Sie das bitte? Das hatten wir ja schon mit dem Kollegen probiert. Ich starte das mal. Okay. Jetzt steht hier wieder Error. Der gleiche Fehler wie beim Kollegen. Also wie mit Mozilla. Genau. Okay, dann Herr Steiner, wir haben nur eine Möglichkeit. Das machen wir also auswendig. Das machen wir von unserer Seite. Aber bleiben Sie bitte, Herr Steiner, telefonisch verbunden, weil wir werden ein paar Informationen von Ihnen brauchen. Ja. Also ich werde jetzt für Sie alles vorbereiten, Arbeitspass vorbereite ich für Sie. Und ich bin in ein paar Minuten wieder zurück, okay? Bleiben Sie bitte online. Mhm, okay. Danke, danke. Sind Sie noch dran? Ja, ich bin dran. Okay. Ich brauche ein paar Sekunden, einen Moment bitte. Herr Steiner, bis wir warten, sagen Sie mir bitte, ich habe Informationen bekommen, dass ich habe noch keine Erfahrung, ja, am Finanzmarkt. Mhm. Haben Sie noch nicht gehandelt, oder? Nee, bis jetzt ja. Noch nicht. Und
Ja, und mit was haben Sie Interesse zu handeln? Also, warum haben Sie angefangen? Na, ich habe ja noch gar nicht angefangen. Oh, was haben Sie Interesse? Also Aktien, Bitcoin, Kryptowährungen? Was ist denn da am besten? Also, heutzutage natürlich die beste ist Kryptowährungen, weil wegen Corona-Krise, wird von Amazon, eBay und so alles wird per online verkauft, deswegen natürlich Kryptowährungen profitieren am besten. Und deswegen ist auch Kryptowährungen sehr hoch gestiegen. Also Herr Steiner, ich habe für Sie jetzt alles vorbereitet. Wie Sie schon wissen, am Ende unseres Verifizierungs, Sie sollen ein Handelskonto mit Ihrem Auszahlungsmethode verknüpfen. Das bedeutet, wenn Sie anfangen zu handeln, ja, Sie bekommen, wie Sie schon wissen, Finanzberater zur Verfügung. Das ist Senior Analytiker. Sie werden mit diesen Personen zusammenarbeiten, bis Sie Erfahrung gesammelt haben. Und diese Person wird dann Ihnen helfen, auch den Finanzmarkt Gewinne und Profite zu erzielen. Und Sie werden, wie gesagt, diese Gewinne und Profite auch für Online-Handelskonto sammeln. Und wenn Sie zum Beispiel, haben Sie 10.000 oder 20.000 schon gewonnen und Sie meinen, Sie brauchen jetzt Teil von dieses Geld wieder zurück, ausbezahlt, weil Sie möchten etwas kaufen, was weiß ich, Auto oder Motorrad oder irgendwas, dann sollen Sie dieses Geld auch irgendwo zurückbekommen, ja, weil das ist Ihr Geld. Deswegen sollen Sie auch Auszahlungsmethode besitzen. Das bedeutet, von Ihrem Handelskonto werden Sie dieses Geld ausbezahlt auf Ihrem Auszahlungsmethode bekommen. Mhm. Und Börse akzeptiert entweder Visa oder Mastercard, weil Visa und Mastercard besitzen drei der Sicherheitssysteme. Sagen Sie mir bitte, Herr Steiner, welche Auszahlungsmethode möchten Sie in Zukunft besitzen? Also, da müsste ich einen Kollegen fragen, weil ich habe selber gar keine Karte. Haben Sie gar keine Karte? Nee. Also kein Visa, kein Mastercard? Nee, so eine Kreditkarte habe ich nicht. Da müsste ich erst einen Bekannten fragen, der hat so eine Dongswang-Karte. Nein, Bekannte geht so etwas nicht. Wegen Sicherheitsgründe, Börse akzeptiert nicht Kreditkarte von anderen Personen und die Verifikation auf Ihren Namen, so etwas geht nicht. Ach so, das ist schade. Das soll auf Ihren Namen sein oder Familienmitglied. Also, das geht nicht. Sie sollen Visa, Master oder Online-Banking haben. Na, ich könnte es überweisen. Sie können überweisen. Aber Sie machen mit Online-Banking oder mit Hausbank? Ne, mit Hausbank. Mit Hausbank. Okay, dann vorbereite ich für Sie die Bankdaten. Ich werde diese Bankdaten per E-Mail Ihnen senden. Und ich werde ein paar Informationen für Sie brauchen. Einen Moment bitte. Ja. Okay, jetzt bekommen Sie von Bankabteilung, also Standard-E-Mail. Bitte öffnen Sie das und schreiben Sie zurück Ihre Daten. Also wir brauchen jetzt Ihr Name und Nachname, wie es im Ausweis steht, und Ihr Anschrift. Also Straße, Straßennummer, Stadt, Postleitzahl und Bundesland. Okay? Ich mache eben das Sie E-Mail bekommen auf. Jetzt... Wie bitte? Ich mache die E-Mail auf. Ist die schon da? Sie bekommen von Martin Bauer jetzt ein E-Mail. Öffnen Sie bitte. Muss ich mal gucken. Okay. Noch nichts da. Aktualisieren Sie bitte Posteingang. Ja. Aber es ist bei mir immer ein bisschen langsam. Schauen Sie dann. Es dauert manchmal ein bisschen. Schauen Sie in Spam auch. Überprüfen Sie Spam auch. Weil von Bankabteilung geht es hunderte E-Mails raus pro Tag. Und deswegen ist das auch möglich, dass diese E-Mail in Spam gelandet ist. Gucke ich mal in dem Spam-Ordner. Okay. Von Martin Bauer. Ne, das ist auch noch nichts also drin. Also E-Mail-Adresse Gerold. Ah ja, jetzt habe ich hier.
Genau. Ja, öffnen Sie bitte das und schreiben Sie mir bitte jetzt diese Daten. Also Name, Nachname, wie es im Ausweis steht. Und dann kommt es Anschrift, Stadt, Bundesland, Postleitzahl, Straße und Straßennummer. Mal gucken wir da mal. Okay. Und das funktioniert dann alles nur am Telefon oder gibt es da auch irgendwo eine Seite, wo ich gucken kann? Wie bitte? Gibt es da auch eine Seite von Ihrer Firma? Ja, natürlich gibt es. Da steht alles. In E-Mail steht auch Name und also die von Plattform. Das können Sie auch jederzeit öffnen und schauen. Deswegen bekommen Kunden von direkt von Bankabteilung, weil in Bankabteilung steht alle Informationen drauf. Also Sie können jederzeit also überprüfen oder anschauen und. Also in der E-Mail, die Sie geschickt haben, da ist kein Link drin zu einer Webseite. Zu meiner Webseite nicht, aber oben schauen Sie bitte, öffnen Sie das, da steht auch E-Mail-Adresse und mit E-Mail-Adresse können Sie auch einfach schauen, um welche Handelsdaten das geht. Schauen Sie bitte von E-Mail-Adresse von Herrn Bauer. Wenn ich da auf den Namen klicke, kommt nur auf ins Adressbuch übernehmen. Nein, Sie bekommen, wenn Sie E-Mail öffnen, da ist eine E-Mail-Adresse, ja, von Markus Bayer. Und was sehen Sie da jetzt? Schauen Sie bitte. Da steht, sehr geehrter Herr Steiner, ich bitte um, bitte Sie... Nein, ich meine oben, aber den Namen und E-Mail-Adresse, E-Mail-Adresse von Herrn Bauer. Da steht investingexpress.co. Ach so, das zeigt mein Postfach gar nicht so an. Das muss ja. Warten Sie mal, muss ich mal gucken. Ah ja, hier. Wie Sie das sehen, bitte schicken Sie uns Ihre Daten. Ich mache bis dahin Bankdaten für Sie. Weil das braucht eine Zeit auch. Dann muss ich mal schnell auf Antworten drücken. So, und jetzt soll ich nur meinen Namen und was noch? Oh, Name und Anschrift. Also Bundesland, Postleitzahl, Straße, Straßennummer und Stadt. Oh, Moment, das ist ein bisschen schnell. Erstmal meinen Namen. Ja, Name und Nachname. Ja, und dann? Stadt. Bundesland. Postleitzahl. Straße und Straßenname. Moment. Straße. So, noch was? Und nein, das reicht. Klicken Sie bitte an Senden. Habe ich geschickt, ja. Okay, einen Moment bitte. Herr Steiner, entschuldige, aber ich habe jetzt Kopie von Ihrem Schreiben von Bankabteilung bekommen und Sie haben also direkt Stadt und Bundesland, Postleiter und Straßenname eingegeben, aber in Wirklichkeit brauchen wir Stadt, die Name Stadt, wo Sie wohnen. Ach so, das haben Sie nicht gesagt. Und Bundesland,
Ja, das habe ich auch so gemeint. Okay, so. Dann ich schreibe das. Einen Moment, bitte. Also hier habe ich wirklich nur Straßenname und also das Wort Straßenname und die Straße und das Wort Postleitzahl und so weiter ausgeschrieben. Aber anstatt an meiner geistigen Fähigkeit zu zweifeln, möchte er jetzt die Daten für mich eingeben. Also noch klarer geht der Betrug schon kaum noch. Wenn ich geistig nicht in der Lage dazu bin, seine E-Mail zu beantworten und meine wirkliche Straße dorthin zu schreiben und meine Anschrift, dann kann ja an mir etwas nicht stimmen. Und weiß ich nicht. Also ob man mit so einer Person an der Börse handeln sollte, ich glaube nicht. Okay, sagen Sie bitte, Herr Steiner, Stadt, wo Sie wohnen? In Berlin. Berlin. Und Bundesland ist auch Berlin, ja? Genau. Okay. Die Straße, bitte? Braunschweiger Straße 77. Braunschweiger Straße. Genau. Und die Postleitzahl, bitte? Das ist die 12055. Und 47 haben Sie gesagt. Hausnummer? Nee, Hausnummer 77. Also 77, genau, okay. Genau, 77. Okay. Also, innerhalb jetzt ein paar Minuten wird Ihr Bankdaten fertig sein. Und schaffen Sie das, Herr Steinen, jetzt dieses 250 Euro zu überweisen? Also, diese 250 Euro bekommen Sie als Einstiegskapital auf Ihr Handelskonto, gut geschrieben, heute, jetzt schon. Und Sie bekommen noch 100 Euro Bonusgeld von Handelsplattform. Das bedeutet, für Anfang werden Sie jetzt 350 Euro haben. Okay. 250 Euro, was Sie jetzt selbst mit Ihrem Hausbank überweisen und noch 100 Euro bekommen Sie drauf als Bonus von Börse. Und ab morgen werden wir einen Termin, oder heute werden wir einen Termin für morgen ausmachen. Morgen in dieser Zeit, welche Zeit wir zusammen ausmachen, bekommen Sie eine Ahnung von Ihrem Zimmer, von Ihrem Finanzexpert. Und ab morgen schon beginnen Sie, also Anfang des Monats, beginnen Sie schon zu handeln. Und Sie werden, wie gesagt, dieses Geld auf Ihr Online-Handelskonto sammeln. Und wenn Sie dann Auszahlungen machen möchten, werden Sie dieses Geld entweder auf Ihre Hausbank zurückbekommen oder Sie können das jederzeit, diese Auszahlungsmethode ändern und Sie können als Kreditkart verknüpfen oder Sie können auch Online-Banking mit Ihrem Online-Handelskonto verknüpfen. Also alles das können Sie natürlich ab morgen auch mit Ihrem Finanzberater klären und Sie können diese Auszahlungsmethode auch ab morgen ändern. Und wenn ich da mehr einzahle, kriege ich dann auch mehr Bonus? Also Einstiegskapital, da hier ist 250 Euro und also das kann ich für Sie klären. Wie viel möchten Sie einzahlen? Ich habe gerade geerbt, also wäre noch ein bisschen was über von, also ich dachte so an 50.000. Für Einstieg? Ja. Einen Moment bitte. Soll sich ja auch lohnen. Können Sie ohne Problem. Ja. Also erst machen Sie diese 250 Euro und dann können Sie auch ab morgen 50.000 einzahlen. Ach so, also soll ich erstmal nur 250 überweisen, mehr nicht? Ja. Ach so, okay. Aber wenn ich jetzt dann danach alles noch mal... Alles andere können Sie auch ab morgen tätigen. Also. Und wenn Sie ich können auch 10 Millionen einzahlen, wenn Sie das möchten. Nur so viel habe ich dann doch nicht. Ich habe nur ein bisschen was geerbt und ich dachte mir, das kann man ja, bevor das Geld auf dem Konto rumliegt, kann ich es ja auch investieren. Das können Sie jederzeit investieren. Okay. Also wenn Sie 50.000 einzahlen, dann bekommen Sie ja selbstverständlich mehr Bonus drauf. Okay. Das ist logisch. Wie viel Bonus bekomme ich denn dort? Okay.
Das genau kann ich Ihnen nicht sagen, aber das ist, ich glaube, bis 10.000 Euro. Ah, okay, das ist natürlich dann auch ganz nett. Natürlich, ja. Also genauer kann ich Ihnen nicht sagen, natürlich. Herr Steiner, wann schaffen Sie dieses 250 Euro zu überweisen? Na, ich würde jetzt gleich zur Bank gehen und dann würde ich das gleich überweisen. Okay, dann können Sie dann, Herr Steiner, die Beleg, was Sie da bekommen als Überweisungsmittel, dann per E-Mail an Herrn Bauer zurücksenden. Also das, was ich dann von der Bank bekomme, den Zettel? Genau, Zettel, ja, das Beleg. Okay. Können Sie das an Herrn also fotografieren und an Herrn Bauer zurücksenden? Also, dann mache ich mit dem Handy ein Foto und schicke das an die E-Mail-Adresse. Ja, können Sie das machen und wenn Herr Bauer das bekommt, dann bekomme ich auch mit und ich werde dann sofort bei Ihnen melden und Sie bekommen dann Einlogedaten und wir werden Termin für morgen mit Ihrem Finanzberater ausmachen, okay? Okay, und ich hatte gerade noch eine Frage, die ist mir gerade nicht... Achso, wir wollten doch nochmal auf Ihrer Webseite nachgucken. Webseite, Sie können jederzeit Webseite nachgucken. Da steht in E-Mail-Adresse. Kann man sich da auch gleich einloggen? Nein, ohne Verifizierung, ohne Registrierung, Sie können da nicht einloggen. Achso, also das Geld muss erst da das sein? Logisch. Das Geld muss erst da sein und dann... Ja, natürlich, Sie sollen sich verifizieren, Sie sollen sich anmelden, dann bekommen Sie dann Einlogedaten. Ohne anzumelden, wie kriegen Sie Einlogedaten? Sie sollen verifizieren lassen und dann bekommen Sie diese Einlogedaten von uns. Ach so, also erst wenn ich mein Geld eingezahlt habe, dann bekomme ich... Selbstverständlich. Selbstverständlich. Ja gut, aber ich würde ja gerne die Seite vorher mal sehen. Die Seite können Sie jederzeit sehen, also das ist kein Problem. Aber einloggen können Sie das bis dahin nicht. Also wenn Sie verifizieren lassen und dann bekommen Sie Einlogedaten. Das ist doch logisch. Ich sehe jetzt hier gerade Open Your Account. Da kann ich ja dann eigentlich auch selber einen Account machen. Oh nein, das können Sie nicht. Steht ja aber. Ich habe jetzt auf Deutsch umgestellt, jetzt steht hier sogar, öffnen Sie Ihr Konto. Ja, aber probieren Sie es. Ja, dann gebe ich da meine E-Mail-Adresse ein. So, nee, ich war hier falsch. Ich muss auf registrieren. Doch, das geht. Hallo? Ja, also Sie bekommen jetzt gleich die Bankdaten. Sie können entweder 250 Euro einzahlen oder direkt 50.000. Das habe ich für Sie geklärt und Sie können ganze Summe, was Sie auch möchten, sofort einzahlen. Oder Sie können 250 Euro einzahlen und dann ab morgen können Sie diese 50.000 auch drauflegen. Ja, aber ich glaube, ich werde bei Betrügern nichts einzahlen. Ja, aber ich rate Ihnen, bis am Anfang mit kleinen Summen einzusteigen, also nicht 50.000, sondern mit 250 Euro. Ja, aber das, ich glaube, von dem Geld gehe ich lieber einen Puff. Da habe ich mehr von letztendlich, als wenn ich einen Betrüger hinterher schmeiße. Hallo? Tja, und sobald man das Wort Betrüger in den Mund nimmt, wird dann auch schon einfach aufgelegt. Naja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst vielleicht ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und bis zum nächsten Video.